Luis und Lea auf großer Abenteuerreise. Hey, hallo Kinder, da seid ihr ja. Ah, ich habe schon auf euch gewartet. Mensch, wie cool, oder? Was haben die gestern für eine Überraschung erlebt? Opa Balduin hat ein neues Auto. Und was für eins. Ein knallroter Pickup, der sogar mit Strom fahren kann. Wow, ist das cool. Und für die, die Luis und Lea schon kennen aus anderen Geschichten, die wissen, dass Opa Balduins altes Auto eine ganz schöne Klapperkarre ist. Und deswegen ist das, glaube ich, für alle gut, dass er jetzt so ein neues, cooles Auto hat. Und für seinen Bauernhof ist so ein Pickup natürlich auch super. Da kann man hinten drauf was transportieren und mitnehmen. Und er hat natürlich eine große Ladefläche. Da ist Platz. Aber was hat Luis denn da in der Geschichte gestern gesehen? Habt ihr das mitgekriegt? Luis meint, er hätte da irgendwas unter der Plane. Da ist ja so eine Plane auf der Ladefläche. Er hätte da was gesehen. Aber wahrscheinlich hat er sich vertan, oder? Was meint ihr? Hat er da was gesehen oder hat er sich vertan? Wir werden mal schauen, was noch so passiert. Auf jeden Fall geht es heute mit dem Auto auf eine Fähre. Und wisst ihr überhaupt, was eine Fähre ist? Eine Fähre ist ein großes Schiff, wo Autos drauf fahren, damit sie von einem Ort zum anderen kommen. Weil in Schweden, in Finnland, überall gibt es ganz viel Wasser. Und dann kommt man gar nicht über das Wasser, dann müsste man eine Brücke bauen. Oder man nimmt ein Schiff, das einen von der einen Seite zur anderen Seite bringt. Und das machen die heute. Und das ordentlich Wellen- und Seegang. Mal schauen, wie es Fanny geht. Achtet mal darauf. Naja, ich verrate nicht zu viel. Auf jeden Fall gibt es hinterher auf dem Schiff etwas Leckeres zu essen. Und wisst ihr was? Das backen wir heute zusammen. Es ist also etwas Süßes, Gebackenes. Ich liebe ja Süßes, Gebackenes. Und wir werden das gleich zusammen machen. Freut euch da drauf. Aber vorher geht es natürlich ab in die Geschichte jetzt zu Luis und Lea. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Aber vorher ziehe ich meine Schlappen aus, denn jetzt kommt der Warm-Up-Dance. Seid ihr bereit? Jetzt machen wir uns warm mit dem Warm-Up-Dance. Wir gehen zwei Schritte nach rechts. Los geht's. Und die Rolle. Hey. 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 Und rechts. Spring. Links. Spring. Und drehen. Yes. Yo. Geschafft. So, jetzt seid ihr warm für die Geschichte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bis später. Ciao. Luis und Lea auf großer Abenteuerreise. Kapitel 16. Eine gute Stunde später stehen die vier an Bord einer riesigen Fähre, die sie nach Stockholm bringen soll. Mit dem Auto sind sie auf das Schiff gefahren und haben es unter Deck geparkt. Nun stehen Opa Balduin, Fanny, Luis und Lea oben auf dem Schiff und beobachten, wie die Häuser an Land langsam kleiner werden. Es ist windig und schaukelt ganz schön. Opa Balduin ist begeistert. Kinder, ist das schön! Ein alter Seebär wie ich fühlt sich auf dem Wasser einfach immer pudelwohl. Am liebsten würde ich das Schiff selber steuern. Mit diesen Worten schlendert er über das Deck und strahlt. Fanny dagegen hält sich mit beiden Händen an einem Geländer fest und ist im Gesicht ganz blass geworden. »Fanny, was ist denn mit dir los? Gefällt es dir nicht?« Luis schaut besorgt auf die immer so gut gelaunte und lebensfrohe Spanierin. So blass und still kennt er sie gar nicht. Doch Fanny lächelt ihn gequält an und winkt nur ab. Sie sagt kein Wort. Nun ist auch Lea auf Fannys Gesichtsfarbe aufmerksam geworden und fragt, »Oh, Fanny!« »Geht es dir schlecht?« Fanny schaut nun nicht mehr in die Richtung der Kinder, sondern hält den Kopf über das Geländer in Richtung Wasser. Und das tut sie noch gerade rechtzeitig, denn nur wenige Sekunden später muss sie sich übergeben. »Die Arme«, denkt Luis, »zum Glück ist unter ihr nur das Wasser.« Er will gerade wegschauen, doch wundert sich dann, denn das, was Fanny da aus ihrem Mund fliegen lässt, fliegt gar nicht nach unten,
Der Wind ist so stark, dass es seitlich von Fanny wegfliegt, in Richtung der anderen Menschen, die an dem Geländer die Aussicht genießen. Das hat nun auch Lea gesehen. Luis und Lea halten sich die Hände vors Gesicht, während sie die Flugbahn beobachten. Ihre Beobachtung endet an der Hand eines älteren Mannes, der sich gerade ein Stück leckeren Streuselkuchen in den Mund schieben will. Luis und Lea beobachten, dass Fannys Flugobjekt auf dem Kuchen gelandet ist, der wenige Sekunden später im Mund des Mannes verschwindet. Luis und Lea schauen sich an und halten sich die Hände vors Gesicht. »Oh nein, ist das ekelig!« flüstert Luis seiner Schwester zu, die erschrocken nickt. In diesem Moment dreht sich der Mann um und kommt lächelnd auf Luis und Lea zu. Scheinbar hat er nicht gemerkt, was er da gerade gegessen hat. »Na, Kinder, warum guckt ihr denn so erschrocken? Hier gibt es doch keine Haie, oder?« Bei diesen Worten lacht er glucksend und steckt sich das letzte Stückchen Streuselkuchen in den Mund. »Lecker. So ein saftiger Kuchen. Den gibt es da hinten im Café. Müsst ihr unbedingt probieren.« Doch bevor Luis und Lea antworten können, hören sie die Stimme von Opa Balduin. »Oh ja. Ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee wäre jetzt genau das Richtige.« Ihr Opa ist von seinem Rundgang an Deck wieder da und nickt dem Mann lachend zu. »Danke für den Tipp.« Luis und Lea schauen sich an und blicken dem Mann hinterher, der entspannt auf dem Deck weitergegangen ist. Sie verziehen beide das Gesicht und müssen dann lachen. Sie sind sich einig, dass sie im Moment keinen Streuselkuchen essen möchten. Einige Zeit später geht es Fanny wieder besser und die vier erkunden das Innere des Schiffs. Es gibt einen großen Teil, in dem die Kabinen sind, in denen die Passagiere schlafen können. Außerdem gibt es richtige Restaurants und viele kleine Läden, wie in einem Einkaufszentrum. Als sie an einem Café vorbeikommen, duftet es so gut nach frisch gebackenem, dass Luis nicht weitergehen kann. »Oh, hier riecht es irgendwie nach Weihnachten. Gibt es hier Weihnachtsplätzchen?« Opa Balduin lacht. »Da gibt es Kanelbulla. Die riechen so gut. Ja, wir sind ja gleich in Schweden. Da gibt es die auch an jeder Ecke. Das ist Hefegebäck mit Zimt und Kardamom.« »Und du hast recht, Luis. Die Gewürze riechen schön weihnachtlich«, strahlt Fanny den kleinen Entdecker an. »Kommt, wir kaufen mal für jeden eine und schauen, ob wir in Weihnachtsstimmung kommen«, lacht Opa Balduin. Kurze Zeit später lassen sich die vier die typisch schwedigen Hefeschnecken schmecken. Zwar fühlen sie sich nicht weihnachtlich, aber lecker sind die runden Dinger trotzdem. Am Abend nähert sich das Schiff dem Hafen und in der Dämmerung sehen sie die Lichter von Stockholm. Doch so richtig können Luis und Lea das alles gar nicht mehr wahrnehmen, denn sie sind unglaublich müde. So bekommen die beiden nur noch im Halbschlaf mit, wie sie mit dem Pickup die Fähre in Richtung Stadt verlassen. Hallöchen, meine lieben Freunde! Wie cool, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir meine Schürze umgeschnallt und mich hier in die Küche gebeamt. Heute sind wir in Schweden in der Küche, beziehungsweise wir kochen heute was Schwedisches zusammen. Nein, wir kochen gar nichts, wir backen was. Und ich freue mich schon seit Tagen auf dieses Rezept, weil, ganz ehrlich, ich liebe süße Sachen. Und in der Geschichte, habt ihr ja gehört, sind Luis und Lea auf der Fähre, auf dem großen Schiff, unterwegs nach Schweden. Und was essen sie? Kanelbullar. Kanelbullar. Ich habe mir 10-mal die Aussprache im Internet angehört. Ich habe es leider nicht hinbekommen. Aber es geht um diese Zimt- und Kardamomschnecken, wo es so ein bisschen weihnachtlich riecht. Und obwohl es Sommer ist, es ist so lecker. Wir haben das probiert, das Rezept, wir haben das ein bisschen umgestrickt, weil da sehr viel Zucker und sehr viel Butter drin war. Und wir haben das Ganze ein bisschen entschärft, damit das ein bisschen gesünder ist, weil ihr wisst, Zucker ist in rauen Mengen wirklich nicht so cool. Wir haben dafür Datteln. Und zwar einfach die Datteln, die getrockneten Datteln in 100 ml Milch in einen Becher und stehen lassen. Dann werden die was weicher und man kann die besser pürieren. Genau, die machen wir jetzt zusammen, diese Zimtschnecken. Ich freue mich mega drauf. Fang an mit dem Teig. Wir machen erstmal nur den Teig. Der muss gleich ruhen und danach kümmern wir uns um die Füllung. Alles klar, Leute, wir legen los. Und zwar brauchen wir Mehl, logischerweise, ein Ei. Dann brauchen wir Hefe. Wir brauchen etwas Butter. Wir brauchen Apfelmus. Wir brauchen Zimt, ganz klar. Wir brauchen etwas Kardamom, auch ein super cooles Gewürz, und 100 ml warme Milch, ganz wichtig.
Und ich würde sagen, wir legen los. Als allererstes geben wir in eine Schüssel, bröseln wir die Hefe in die Schüssel und geben die lauwarme Milch dazu. So, dann nehmen wir einen Löffel, da ist er, und wir rühren das so ein bisschen um, damit sich das verteilt. Und jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen ruhen. In der Zeit nehmen wir unsere Datteln in der Milch und pürieren die. Jetzt könnt ihr schauen, was ihr da habt. Vielleicht habt ihr so einen Standmixer, vielleicht habt ihr einen Pürierstab. Ich mache das wieder mit dem Thermomix. Vielleicht habt ihr auch einen Thermomix. Dann haut ihr das einfach da rein. Und dann pürieren wir das Ganze. So, das ist jetzt so eine schöne Dattelmilchmatsche. Die geben wir jetzt zu der Milchhefematsche. Wir machen ganz viel Matsche heute, okay? Seid ihr dabei? Ich liebe Matsche. Matschepampe. So, alle Matschepampe ist drin. Jetzt verrühren wir das so ein bisschen. Lassen es nochmal ruhen. Und jetzt wascht ihr bitte eure Hände. Dann wird jetzt gleich geknetet. Cool, oder? Wir geben jetzt dazu einmal die Butter. Dann das Apfelmus. Dann das Ei. Etwas Kardamom, so die Hälfte. Und etwas Zimt. Zimt brauchen wir gleich noch mehr. Und jetzt geben wir vorsichtig das Mehl dazu, damit mir hier nicht alles durch die Küche fliegt. Haha. So, Freunde. Reibt die Finger, jetzt wird geknetet. Herrlich. So, da machen wir jetzt einen Teig draus. Und der muss gleich leider ziemlich lange ruhen. In der Zeit werden wir gleich an der Füllung, die Füllung vorbereiten und dann muss der Teig aber insgesamt wirklich so 90 bis 120 Minuten ruhen. In der Zeit könnt ihr ja nochmal ein Workout-Video von den letzten Tagen machen oder mit euren gebastelten Sachen was bauen, was spielen. Ich kipp das alles jetzt mal hier aus. Da lässt sich nämlich besser kneten. Man braucht doch Knetfreiheit hier, Freunde. So. Knetfreiheit für alle. So. Ja, ihr könnt das natürlich auch, wenn ihr einen Thermomix zu Hause habt, könnt ihr das auch mit dem Thermomix machen. Aber, kleiner Tipp, falls ihr Muskeln haben wollt, hilft euch das hier. Schön mit den Armen kneten. Für Muckis. So, schaut mal. Wenn der Teig so aussieht wie der hier, dann ist er gut. Wenn der bei euch jetzt noch nicht so aussieht, dann macht einfach weiter, drückt mal auf Pause. Wenn ihr den soweit habt, dann macht ihr einfach wieder auf Play. Jetzt muss der wirklich lange ruhen. Das ist ein bisschen blöd, weil es dauert lange, aber das lohnt sich. Weil der wird jetzt richtig schön aufgehen. Bums. Den bringe ich jetzt an einen warmen Ort. Während jetzt der Teig ruht, kümmern wir uns schon mal um die Vorbereitung der Füllung. Und zwar brauchen wir dafür jetzt Apfelmus, Honig und Butter. Das geben wir alles zusammen in eine Schüssel. Und geben dazu jetzt 2 bis 3 Teelöffel Zimt und Kardamom. Das Ganze müssen wir jetzt gut verrühren. Ich nehme jetzt mal hier noch so einen Schneebesen dazu, um das ein bisschen feiner zu bekommen. Das ist eigentlich super so. Bisschen krisselig, ist nicht schlimm. So lassen wir das jetzt stehen. Wir sehen uns gleich wieder. Bei mir gibt es jetzt einen Zeitsprung und ihr könnt einfach was Cooles machen. Und wir sehen uns gleich wieder zu den Cannelbulla-Zimtschnecken, okay? So, schaut her! Keine Sorge, ich verprügel keinen hier mit dieser Stange. Ich habe unseren Teig geholt. Ich musste den sogar umfüllen, weil der über die Schüssel hinausgegangen ist. So hoch ist der aufgegangen. Ich habe mir ein bisschen Mehl noch geholt und streue das hier hin. Für den Fall, dass der ein bisschen klebt. Der soll nicht festkleben hier drauf, deswegen tue ich da was Mehl drunter. Jetzt hole ich den hier raus. Hol ich den Teig aus dem Bottich. So, super cool. Also, das ist unser... Ah, der ist mega gut. Luftig locker. Der muss so ein bisschen lustiges Geräusch machen, dann draufklopfen wie so ein dicker Bauch. So. Jetzt rollen wir das Ganze 25 mal 40 cm. Und jetzt geben wir unsere Füllung da drauf. Verteilen wir die jetzt schön. Schön gleichmäßig verteilen. Das gute Zeug. Alles drauf. Nichts vergeuden hier.
Und jetzt rollen wir das vorsichtig der Länge nach auf. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Lasst euch dabei bitte helfen. Ich hätte jetzt auch gern Hilfe, aber ich habe hier keine. Aber ihr vielleicht. Deswegen nutzt die. So, schau mal. Das quetscht jetzt an der Seite so ein bisschen raus, weil ich einfach nicht so mega geschickt bin. So, fertig. Fertig, können wir jetzt essen. Haha, nein. Jetzt brauchen wir ein Backblech. So, jetzt denkt ihr vielleicht, ihr müsst schon den Backofen beheizen. Müsst ihr noch nicht, weil die Dinger müssen nochmal ruhen. Erstmal machen wir jetzt Schnecken. So, bitte, wenn ihr so ein scharfes Messer nehmt, lasst euch dabei helfen oder lasst das jemand anders machen. Es hilft nur, wenn wir das so scharf haben, das durchzutrennen. Jetzt teilen wir das nämlich durch in circa 2 cm dicke Schnecken. Kommt schon die lustige Füllung rausgehüpft. Die möchte sehen, was hier los ist. So, du bist ein bisschen verunglückt hier. So, kein Problem. Das sieht schon mal mega aus hier. Guckt mal hier, zacka, zacka. Und die lassen wir jetzt, leider müssen wir noch mal 20 bis 30 Minuten die ruhen lassen, weil die gehen jetzt noch mal ein bisschen auf. Aber all diese Zeit werdet ihr hinterher schmecken, weil die werden so fluffig und lecker. Wir lassen die jetzt ruhen, 20 bis 30 Minuten. Und in der Zeit stellt ihr irgendwann den Backofen schon mal an, auf 200 Grad Ober-Unterhitze oder 175 Grad Umluft, damit der schon mal heiß ist, wenn die Schnecken in den Ofen kommen. Okay, bis gleich. Wow, die sind richtig cool aufgegangen. Schaut mal hier. Das sieht ja wohl super aus. So, hier habe ich jetzt Milch mit etwas Eigelb verrührt. Eine lustige Mischung. Die pinseln wir jetzt auf unsere Zimtschnecken. Für den Glanz in der Hütte. Und dann kommen endlich unsere Schnecken in den Ofen. Aber hey, habt ihr schon mal schnelle Schnecken gesehen? Nee, ich nicht. So, das sieht gut aus. Ich würde sagen, jetzt geht Ofenattacke an, oder? So, die sind jetzt im Ofen und in 10 bis 12 Minuten, dann holen wir die raus und dann sind die fertig. Yeah! Bis gleich. So, Freunde, es ist soweit. Die Schnecken sind ins Ziel gekommen. Ich hole die jetzt aus dem Ofen und bin super gespannt. Ihr auch. Hallo. Ich hole jetzt die Zimtschnecken aus dem Ofen. Wow, wie cool. Schaut euch das an. Das sind die Zimtschnecken aus Schweden, direkt hier bei uns. Ich freue mich. Genießt die. Wir sehen uns morgen wieder beim Startvideo und habt einen richtig schönen Tag. Bis bald. Ciao.